Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Klingen der Nacht DSA 5. Wir spielen dieses wunderschöne Abenteuer hier. Und heute in der, ich glaube, es ist die 21. Folge. Und ja, überschrieben mit, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und falls ihr vorher noch nie irgendwie eine Folge von Klingen der Nacht gesehen habt, ich sag euch kurz, worum es geht. Wir befinden uns nicht hier, wie man es sieht, sondern wir scrollen mal ein bisschen weiter nach oben und zoomen ein bisschen heran. Hier oben befinden wir uns in der Bernsteinbucht am Blauen See. Im hohen Norden, wo es eisig und kalt ist. Und ja, unsere Helden haben den Angriff von Dunkelelfen aus dem Norden, aus dem ewigen Eis mitbekommen. Die Elfen haben Frisov, das kleine Städtchen, dem Erdboden gleichgemacht. Und unsere Helden haben einen Flüchtlingstreck nach Glündhaven geführt. Und unterwegs einige Abenteuer erlebt, sind dann nach Frigorn gereist, wo Ikayu und Lothir zu Hause sind und haben dort miterleben müssen, dass die Elfen ein Ungeheuer aus dem Blauen See beschworen haben. Und auch das konnten sie zurückschlagen und nun sind sie irgendwo hier in der Mitte zwischen Frigorn und Kela unterwegs in den Gebirgen, in diesem unwirklichen Land und haben dort einen Dämon ausgetrieben, der von Lothir Besitz ergriffen hatte. Und eine Dunkelelfe getroffen, die, abtrünnig ist. Die gute Eisblüte. Und, Moment, ich habe, glaube ich, sogar irgendwie ein Bild von ihr. Hier. So sieht sie aus, die Eisblüte. Und ja, sie hat erzählt davon, dass die Dunkelelfen von einer Göttin erschaffen worden sind und diese aber verschwunden ist und nun das Volk aufbegehrt und gen Süden wandert, um zu sehen, was es so in der Welt so gibt, weil vorher haben sie ihre Städte kaum verlassen. Und ja, da sind wir nun und unsere Helden wissen jetzt gerade nicht, was sie machen sollen. Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie suchen Himmelslichter, haben schon einige davon gefunden, aber zwei fehlen noch. Und sie haben einen Hinweis bekommen, dass in der Bernsteinbucht eine versunkene Stadt sein soll oder ein versunkener Wald, wo die Dunkelelfen Vorhut lagert. Und da gibt es wohl einen Dunkelelfen, der ein Himmelslicht besitzt. Ja, und wo das andere Himmelslicht ist, ja, das wissen sie nicht. Und haben aber auch sonst irgendwie gar nicht so richtig einen Plan, wie es jetzt weitergehen soll. Hatten mal versucht, vielleicht versammelt man alle möglichen Truppen, die man hier so, der man Herr werden kann, in Frisov, in der kaputten Stadt, um sich dem Angriff der Dunkelelfen entgegenzustellen. Aber war bis jetzt nur ein bisschen, Nachdenken. Ja, und ich habe vergessen, weil ich so schnell loslegen wollte, dass ich ja gar nicht alleine hier bin. Ich habe hier Spieler natürlich mit dabei. Ich habe Feder, die spielt Ikayu. Hallo! Und ist heute noch nicht aus dem Stream rausgeflogen. Das ist ja! Der Pöll ist auch noch nicht rausgeflogen und spielt Goswin. Hi! Ja, und Leopardin 202 spielt Ilva. Guten Abend. Und last but not least, der Rerion spielt Lothir. Es ist immer noch kalt im Norden. Ja. Und, was, dir ist wieder kalt? Oh oh. Ja, ich entschuldige mich schon mal von mir weg. Lothir ist direkt mal rausgeflogen. Ja, sehr schön. Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Tja. Ich hab dich lieb, aber ich bin's nicht!
Ein Rausspiel heute von Lothir, das ist doch schön. Ja. Reine Gnade. Tut mir leid, das ist keine Schadenfreude, das ist Erleichterung. Ja, ich sag schon mal vorneweg, ich bin immer noch nicht wieder ganz gesund. Ich habe immer noch Schnupfen und Husten wie sonst was. Und deswegen entschuldige ich mich schon mal vorneweg für jegliche Huster und Schnupfer, die ich hier in das Mikrofon reinhuste und schnupfe. Ohne mich vorher zu muten. Das wird passieren. Und da habe ich gerade noch die Geschwindigkeit gelobt und alles. Und das hat aber mit Husten nichts zu tun, Loti. Nein, mit dem Rausfliegen vielleicht. Ach, das ist doch gar nichts passiert. Ach so, von was rede ich eigentlich? Ja, natürlich, ja. Ja, ihr steht in dem, immer noch in diesem kleinen Turmzimmer. Dieser verfallene elfische Turm, wo ihr Eisblüte getroffen habt und euch unterhalten habt. Und ja, da steigen wir wieder ein. Ja. Ikaio ist für eine Pause, für ein Nachtlager aufschlagen, Feuer machen und schlafen, weil für unsere Helden ist es immer noch ein sehr, sehr langer Tag, auch wenn er jetzt über 3 Sessions gelaufen ist. Es ist immer noch ein und derselbe Tag tatsächlich. Ja. Deswegen würde ich das tatsächlich auch vorschlagen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht mehr. Also, bevor wir jetzt irgendwas weiterplanen, sollten wir dringend drüber schlafen. Eine Nacht zumindest, aber also, ich weiß nicht, wenn jetzt gleich noch so eine Gedankenwelle kommt, dann keine Ahnung, vielleicht liege ich dann einfach hier und stelle mich tot oder so, aber ich brauche dringend zumindest ein bisschen vorgetäuschte Ruhe. Naja, ich denke, das ist tatsächlich ein, ja, das wäre wohl wirklich gut. Zwar fühle ich mich gerade wieder gut, aber sobald ich mich hinsetze, falle ich wahrscheinlich um. Du hast gerade gekniet. Dafür warst du aber ziemlich schnell wieder auf den Beinen. War vielleicht ein Fehler. Schmunzelt so ein bisschen. Aber mir ist nicht mehr kalt. Dafür hast du graue Haare. Wo? Das steht so ein bisschen da oben. Da. Also der ganze Kopf, dass sie noch nicht ausgefallen sind, ist eigentlich so das höchste der Gefühle. Ja, danke, den habe ich verdient. Hast du einen Ort, wo du bleiben kannst über Nacht, Eisblüte? Hier? Ist das nicht zu kalt? Oder zu einsam? Einsamkeit ist wohl das, was ich gewählt habe, als ich mein Volk verlassen habe. So generelle Einsamkeit oder nur von den anderen Elfen? Ich weiß nicht, was hier alles existiert. Naja, wir existieren hier. Also, ich suche mal Sachen für ein Feuer zusammen und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie einen Eintopf zusammenkriegen. Da kann man sich nett drumherum setzen und da du ja anscheinend nicht böse bist, kannst du auch einen Teller-Eintopf kriegen und mit uns da sitzen. Bösartigkeit ist eine relative Sache. Ich glaube nicht, dass sie jetzt eine philosophische Grundsatzdiskussion starten wollte. Gut, lass mich die Frage. Ja, genau. Ich weiß nicht, was relativ bedeutet. Aber wenn du dich kloppen willst, das können wir auch. Aber ich hätte jetzt auch Suppe angeboten. Sie nickt.
Dann müssen wir ja jetzt diese bescheidene Treppe wieder runter. Ach, naja. Das wird schon alles irgendwie... Elfen haben schon echt seltsame Dinge gemacht. Ich dachte gerade kurz, du meinst die Treppe. Dann hätte ich dich geschubst. Das wird schon irgendwie in Bezug auf die Treppe, nach dem, was wir schon alles gemacht hätten, dann hätte ich dich, glaube ich, echt geschubst. Ich bin am Überlegen, ob ich ihn schubse, weil ich schon Menschen gesehen habe, die echt seltsame Dinge getan haben. Würde ich dich jetzt mal in den Blick nehmen und sagen, Daraufhin macht die KJ den hier. Ich gehe schon mal vor. Und läuft Richtung Treppe. Wart ihr nicht Gefährten? Wir sind Gefährten. Wir sind nicht Gefährten, wir sind Familie. Kommt über die Schulter. Warum? Was ihr sagt. Warum diskutiert ihr dann darüber, jemanden die Treppe herunterzuschmeißen? Weil wir Familie und nicht Gefährten sind. Und der Frust braucht auch mal abgelassen werden. Also kommt in den besten Familien vor. Und immerhin sagen wir das nur und tun es nicht wirklich. Ach so. Solange man sich streitet, ist das ein Zeichen dafür, dass einem der andere nicht egal ist. Na, kommt auf die Art des Streitens an, aber ja. Kai macht sich mal vorsichtig den Weg, die Treppe wieder hinunter. Ja, ich gehe auch, um dann auch tatsächlich das zu tun, was ich vorhin angekündigt habe. Feuerholz zusammensuchen und anfangen, unsere Vorräte durchzustöbern, was wir denn heute zusammen in einen Topf schmeißen, um eine Suppe draus zu machen. Ja gut, dann macht ihr euch ein gemütliches Lager an der Elfenmauer, den Resten der Elfenmauer. Und sitzt irgendwann um einen Kessel mit Suppe und um das Feuer herum. Luthier betrachtet immer mal so wieder seine Hände, die ja ganz schön gelitten haben in der letzten Zeit. Die jetzt zum ersten Mal nicht wieder seit langer Zeit nicht kalt sind. Man merkt, dass er doch noch ein bisschen nachdenklich ist und immer halt wieder mal mit den Händen so ein bisschen so als wäre das Gefühl noch nicht wirklich drin und als könnte er nicht glauben, dass das Gefühl wieder da ist. Sind Sie taub? Nein. Dann hast du Glück. Ich hätte vermutet, dass du das Gefühl in allen 10 Fingern verloren hast. Und 10. Das fühlte sich auch so an. Also es fühlte sich nach gar nichts mehr an. Ich weiß ja, wie Erfrierungen aussehen. Will dich ja nicht selber loben, aber du hast Glück, dass der einzige Magier innerhalb von 5, 10 oder auch 15 Tagesreisen direkt an deiner Seite, doch, ich will mich selber loben. Ehrlich gesagt, könnt ihr alle hier scheinsinnig verdammt stolz auf euch sein. Du hättest Goswin sehen sollen, wie er sich aus der Luft geschmissen hat, um dich von diesem Abgrund wegzuholen. Naja, ich hab's gesehen. Eigentlich hätte Goswin da sogar noch einen Schlag frei. Einen Schlag? Er tippt sich so auf die Nase. Ach so. Geschenkt. Er grinst. Also. Tja. Es fühlt sich immer noch ein bisschen zu groß an, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wir haben viele Wege. Aber was wir brauchen, ist ein Anfang.
Naja, zumeist ergibt sich dir das Ziel daraus, dass man erstmal einen Weg beschreitet. Ihr seht, dass Ilva ein bisschen grimmig in ihrem Suppenschälchen rumrührt und zwischendurch den Kopf schüttelt und dann wieder einen Löffel Suppe hochhebt und irgendwie und das dann wieder so ins Schälchen plumpsen lässt und irgendwie sichtlich in Gedanken und mit sich ringend irgendwie und das ein bisschen. Also viel Suppe wird da nicht beigegessen, aber sieht anstrengend aus. Das wird Liska sehr freuen, weil Liska wird alles, was irgendwie drüber schwappt, rausfällt oder sonst wo auf deiner Kleidung landen, mit Freude vertilgen. Während sie die Schnauze auf deinem Knie hat und dich mit großen Augen ansieht und auf den Löffel guckt, den du immer wieder mal hochhebst, dann wieder fallen lässt, und dann guckt sie mal ganz enttäuscht und dann, wenn du ihn wieder hochhebst, dann ist sie wieder so. Also, der Hund macht gerade eine Achterbahnfahrt durch. Wenn sie das so offensichtlich macht, was sie dann ja wahrscheinlich tut, dann werde ich ihr auch zwischendurch immer mal so ein bisschen was geben. Einfach weil sie, glaube ich, gerade ein bisschen mehr Freude an meiner Suppe hat als ich selber. Gib ihr nicht zu viel, sonst wird sie fett. Die muss uns ziehen. Ja, aber sie kriegt dafür ihre abgestimmte Futtermischung, genauso wie die anderen Schlittenhunde. Tja, Liska ist nur nicht ganz genauso wie die anderen Schlittenhunde. Das stimmt, sie hat mir ins Gesicht geleckt. Wem Ja. nicht? Mir? Kommt vielleicht noch. Wart's ab. Es sieht Ilva, du etwas surreal siehst. aus, wie Eisblüte hinter dem Feuer sitzt, im Schneidersitz mit diesem edlen schwarz-goldenen Mantel. Die Und wird ziemlich abgerissen. schwarzen Augen, die jetzt in der Dunkelheit irgendwie ziemlich, also hinter diesem flackernden Feuerschein sehr komisch wirken, den Hund halt beobachten. Ilva, ist diese Suppe heute dein Feind oder? Die Suppe muss das jetzt ausbaden. Meine Gedanken sind gerade mein Feind. Erzähl uns davon. Familie und so, sonst spawnen wir nach, bis du es erzählst. Nein, ich will da nicht reingucken. Ich will, dass sie es mir erzählt. Nee. Ich möchte nicht, dass mir irgendeiner in den Kopf bohrt. Ich kann das nicht wirklich Ich habe eine kontrollieren. Axt, um das zu verhindern. Das geht gerade in eine sehr eigenartige Richtung. Ist das wegen der Frau, die dafür gesorgt hat, dass du verschwinden musstest? Ja und nein. Also wegen dem Stamm halt, ne? Wenn wir jetzt zu den Fjarnigern müssen und nachher sich rausstellt, selbst wenn ich jetzt sage, ach, lass mal da ganz hinten mit denen, die ich gar nicht kenne, zu dem einen Stamm da ganz weit draußen irgendwo hinwandern, aber was ist, wenn es dann doch irgendwie bei uns ist? Und wir die sehen müssen. Was wäre das Schlimmste, mit dem wir rechnen müssen? Musst du auf Leben und Tod kämpfen? Bist du versklavt? Ritueller Zweikampf? Dann würde ich auch noch mal ein Wettrennen gewinnen. Ich hau Goswin den Ellenbogen in die Seite. Das ist mein Privileg. Au! Oh, das tut weh! Also, nichts gegen Goswin und den heldenhaften Sieg über den ziemlich gut gewachsenen Wesen, aber Goswin und ein gut gewachsener Fjaniger? Goswins Blick geht so deutlich, Lothiers Blick geht so deutlich nach oben, nach oben, nach oben, nach Ja, oben. gut, das war auch nur halb ernst gemeint. Tut mir leid. Erzähl weiter, Ilva.
Aber bevor alles reißt, wir sind jetzt erfahren. In so speziellen Dingen. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre wahrscheinlich der Verlust meiner Freiheit. Sie wollten mir ein Leben aufdrängen, das ich nicht führen wollte. Wenn ich jetzt zurückkehre, könnten Sie das als Zeichen meines Nachgebens interpretieren und tatsächlich wieder versuchen, mich in dieses Leben reinzudrängen, das ich nie führen wollte und ich führen will. Also brauchst du ein Alibi, Ehemann, und ich schiele so Richtung Lothier. Ich glaube nicht, dass das an... Ja, vielleicht. Aber eigentlich geht es nicht um den Alibi-Ehemann oder irgendwas. Also es geht eigentlich nur darum, dass ich einem bestimmten Mann in diesem Stamm nicht mehr zu nahe kommen sollte. Deswegen hätte ich ja weggemusst. Naja, du hast ja jetzt einen neuen Stamm. Und? Könnte man das denen nicht so verkaufen? Dann brauchen wir einen guten Stammesnamen. Dann kann ich nicht länger Ilva von den Eisfuchsleuten sein. Dann muss ich Ilva von den Funkellichtleuten sein oder so. Vielleicht fällt uns was Besseres ein, aber wir brauchen einen Stammesnamen. Vielleicht von den Himmelslichtern. Himmelslichtjägern. Genau, Ilva von den Himmelslichtjägern. Irgendwie tun wir ja nichts anderes, außer jagen und sammeln von leuchtenden Steinen mit merkwürdigen Fähigkeiten. Es war ein bisschen lang, aber es hat einen gewissen Klang. Die Fjallinger sind auch die einzigen, wo ich mich überhaupt nicht mit den Bräuchen auskenne. Die erzählen so wenig. Das geht dich auch echt einfach nichts an. Autsch. Ich kenne ein paar Geschichten, aber ich glaube, die meisten sind sowas wie die fressen die Wesen bei lebendigem Leib und die holen böse Kinder aus ihren Iglus und das ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz realistisch. Und mehrere Stämme haben für die Eishexe gearbeitet, also bist du von das zu haben Hause einige damals weggelaufen? Ja. So wie ich? Ja. Und ich dachte, ich könnte nie wieder zurückkehren. Ich kann auch nicht zurückkehren. Und scheinbar muss ich jetzt zurückkehren. Und ich will nicht. Warum lässt dein Stamm dich einfach gehen? Wollten sie ja gar nicht. Aber dann kam die Garde und... Also, ich habe mich ein bisschen mit denen angelegt. Die haben mich in Ketten gelegt und wollten mich ins Fort bringen. Und da hat mich dann diese Gruppe hier aufgelesen. Naja, also die Fjarninger, die damals die Garde überfallen hat, haben dich einfach liegen lassen. Ich weiß nicht mal, warum sie angegriffen haben. Naja, eigentlich haben sie liegen lassen, nachdem sie die angegriffen hat. Sie haben sie liegen lassen! Ich wollte ja auch nicht mit. Ich sag's mal so, Ilva, du hast die hart zerlegt. Und danach eine ziemlich große Wunde in der Schulter. Es ist immer noch ein Wunder, dass wir dich da einigermaßen heil wieder zusammengeflickt haben. Das stimmt.
Manchmal treibt es einen ja zu seltsamen Dingen an, wenn man glaubt, dass man nichts mehr zu verlieren hätte. Hast du einen Frosch im Hals, Lothian? Ich glaube, ich habe Warzerich verschluckt. Der ist eine Kröte. Was, spuck ihn sofort wieder aus. Ich schüttel dich. So, Nara, bring dich um. Der ist eine Kröte. Naja, ein bisschen tollkühn waren wir so oder so in der letzten Zeit. Wann wart ihr das nicht? Die Untertreibung, die größte Untertreibung seit Bosparans Fall, mindestens. Danke. Er nun wieder. Ja, gut. Das klingt vielleicht alles ein bisschen komisch in deinen Ohren, Eisblüter, aber wir sind zufällig aufeinander getroffen, also außer Lothian und ich. Wir sind zusammen aufgewachsen, aber irgendwie sind wir zufällig aufeinander getroffen und aneinander hängen geblieben und immer tiefer in diesen ganzen Mist reingerutscht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht an einen Zufall. Und dann göttliche Fügung. Ja. Immerhin kenne ich Lothian auch schon länger anscheinend. Ja, anscheinend. Gut, die Frage ist, also müssen wir, also sind wir wirklich sicher, dass wir das wunderbare Kleinod bei den Fjallinger finden? Das ist die beste Fährte, die wir haben. Die andere ist dieses bei dem Kriegsherrn der Elfen. Und da sollten wir zum Schluss hingehen. Wenn wir uns anfangen, mit den Elfen anzulegen, dann sind wir mittendrin. Ja. Ganz abgesehen davon, dass der andere, der das letzte Himmelslicht hat, immer noch diesen unglaublich schön klingenden Namen Schmerzweber hat, was ihn mir ja nicht wirklich sympathisch macht. Ich weiß nicht, als Blüte, wie ist dieser Schmerzweber drauf? Glaubst du, er würde sich unserer Sache anschließen? Glaubst du, er würde dir glauben, dass euer Volk den falschen Weg geht? Ich glaube nicht. Er ist ein Anhänger des Gottes ohne Namen. Ja, natürlich. Dann werden wir ihm das Himmelslicht wahrscheinlich irgendwann abnehmen müssen. Ja, Fjallinger. Nick zustimmend seufzt auch nochmal ganz tief. Ja, Fjallinger. Naja, wenn man überhaupt von einem Vorteil reden kann, dann, dass die, naja, Stämme meistens nicht so groß sind. Ja, sobald ein Stamm zu groß wird, spaltet er sich auf. Also wir haben es vielleicht nur mit 50 wütenden Fjallingern zu tun. Ah, oh, mir würde schon zwei reichen. Nachdem ich immer gesehen habe, reicht mir einer. Ich würde mich Ilva nicht in den Weg stellen. Nein. Niemals. Nope, die hat mich getragen wie ein Kanu. Ich glaube, die trägt uns beide wie ein Kanu. Naja, doch. Unter einem Umstand würde ich mich Ilva in den Weg stellen. Wenn sie sich selbst in Gefahr bringt. Ja. Also soll ich hier sitzen bleiben und ihr macht das alleine? Machen wir es doch nicht schlimmer, als es ist. Egal, wo wir hingehen. Alles, was uns jetzt bevorsteht, nach dem, was wir wissen, wird uns in Gefahr bringen. Alles, was uns bisher bevorstand, hat uns in Gefahr gebracht.
Ich bin vielleicht nicht mehr so pessimistisch wie früher, aber das heißt nicht, dass ich Lothir heiße. Ich habe noch gar nichts gesagt. Du grinst. Das sagt alles. Entschuldige, wenn ich langsam wieder anfange, mich über Schnee zu freuen. Ja gut. Wo geht's morgen hin, Ilva? In welche Richtung würdest du aufbrechen? Wir müssen in die Ausläufer des Gebirges weiter. Ich weiß, wo die ungefähr um diese Jahreszeit sein könnten. Ich kann euch dahin führen. Okay. Glaubst du, wenn alles gut geht, können wir mit ihnen um Vorräte handeln? Weil ansonsten, wenn ich mir unsere Vorräte so ansehe, wir sind jetzt zu fünft. Tja. Das war eigentlich für 2-3 Tage Aufenthalt plus die Rückreise gerechnet. Sonst werden wir zwischendrin gucken, dass wir uns irgendwie versorgen müssen. Müssen wir gucken, ob wir irgendwas jagen können. Oder ein paar Fallen aufstellen. Wir sollten gucken, dass wir uns so gut wie es irgendwie geht selber versorgen. Kleine Teile können wir vielleicht kriegen, aber das hängt auch davon ab, wie viel Erfolg der Stamm bei der Jagd hatte. Ihr habt ja das eigentliche Lager des Stamms ja schon gesehen, ne? Das war ja verlassen mit den... Das war verlassen, genau. Die müssen ja weitergezogen sein, ja. Mit der charmanten Markierung. Genau. Mit der charmanten Markierung, mit den Leichen, ja. Wer hatte bei dir im Stamm eigentlich mehr zu sagen? Der Häuptling oder der Schamane? Na, der Häuptling. Habe ich befürchtet. War der eher so der Brutalo oder eher so der Weise? Der Pandur, ach. Der war auf jeden Fall ein guter Kämpfer und also, wenn der die Axt hat spielen lassen, zum da niederknien, wirklich. Ja, das und kann wenn, ich mir vorstellen. Also ganz großartig und wenn diese tiefen blauen Augen und wenn du dann noch gesehen hast, wie sich manchmal das Licht in seinen Haaren reflektiert hat, großartig. Also irgendwie, ups. Erzähl weiter. Da Pandu ist schon ein feiner Kerl eigentlich. Also kannst du nichts gegen sagen, gar nichts. Echt? Kommt mir gar nicht so vor, wenn du so von ihm erzählst. Ich hau dich gleich nochmal. Pandu. Klingt nach einem guten Mann. Yep. Ich glaube, den sollte ich mal. Gut. Hin. Kinder, also, ich will nicht. Warum denn? Nichts. Ich will nicht die Spielverderberin spielen, aber wenn wir morgen wirklich früh los wollen, sollten wir schlafen gehen. Vor allem, ich bin vollkommen im Tiefschnee, nennen wir es mal so. Gut, dann ich mach gern die erste Wache. Noch fühle ich mich einigermaßen frisch. Hm. Du hast die Hunde auch da. Die werden wahrscheinlich früher mitkriegen, sollte irgendwas falsch laufen. Mhm. Ich mach die zweite. Ich mach die letzte und kümmere mich ums Frühstück. Gut. Ich schlaf durch. Naja, nach dem magischen Akt, den du heute geleistet hast, sei es dir gegönnt. Ich habe dich jetzt nicht verstanden, Quali. Eisblüte leistet Lothir Gesellschaft. Okay. Dann versuchen wir zu schlafen. Nimmt die Kaio so mittelmäßig, mitten in der Nacht wird sie wahrscheinlich schweißgebadet aufschrecken, sich panisch umsehen. Wirklich gut schlafen wird sie nicht. Nicht nach dem, was sie gesehen hat durch die Austreibung.
Eva kommt auch nicht so richtig ins Schlaf. Also irgendwie wälzt sie sich hin und her und es. Ach, irgendwie. Ganz viele Gedanken, ganz viele Befürchtungen, Ängste, x Fantasien davon, wie das ablaufen könnte, das wiederzusehen und irgendwie. Die erste war vielleicht irgendwie noch ein bisschen romantisch, die alle anderen Splatter-Movies, also irgendwie geht es voll in die Hose in ihrem Kopf und es wird immer schlimmer in jedem Mal und irgendwann, setzt sie sich auf, geht wieder zurück ans Feuer und sagt, das wird nichts mit dem Schlafen, ich bleib hier aussitzen. Braucht eure Art nicht viel Schlaf? Ja. Aber es gibt so Tage und so Begebenheiten, die machen es ganz schön schwierig, in Schlaf zu kommen. Was tut er? Atmen. Das im Schlaf. Klingt nicht gesund. Es ist bestimmt nicht. Steht auf, geht zu Lot hier rüber und blickt ihn so an. Er hört auf. Ich gehe mal ein bisschen neues Feuerholz holen. Kommst du zurecht? Eva. Natürlich, klar. Dann bis später. Sie verschwindet irgendwie nach 2 Schritten, kann man sie kaum noch zwischen den Ruinen und den Büschen in der Dunkelheit erkennen. Und dann ist sie irgendwann ganz verschwunden. Zumindest aus dem Augenscheinlichen. Mach doch mal eine Probe auf Selbstbeherrschung zum Wachbleiben. Rechne. Ja, nee, rechne ist schon vorbei. Nach rechnerisch nicht. Ich überlege gerade, ob ich das chippe oder ob ich jetzt einfach wegpenne. Ja, das weiß ich auch nicht. Das musst du wissen. Ein Fall für den Würfel, wenn er da wäre. ich würfel einen nochmal, dann klappt's wahrscheinlich, hoffentlich. Okay. Ich bleib wach. Okay. Wenn da Hunde sind, ist Einnicken kein Problem. Ja. Das war so ein Sekundenschlaf, ne? Kennt man ja. Sei denn, die Hunde pennen auch ein. Ne? Also. Ja. Das sollte einem nicht auf dem Hundeschlitten passieren mit den Sekundenschlafen. Ja. Ja, Eva merkt dann, während es schon schwer, sich wach zu halten. Gerade weil du merkst, dass du irgendwie noch die Anstrengung der letzten Stunden und Tage doch an dir zehrt.
Und ja, irgendwann musst du dann doch die jemand anderen wecken, der Wache hält. Die ganze Nacht wach bleiben, dann wirst du morgens nicht zu gebrauchen sein und du musst die Gruppe ja führen. Ja, ist ja wohl alles richtig. Ist es denn wohl schon so weit, dass man Ikayu schon wecken dürfte? Ja, du hast ja. Wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja, doch. Doch, ja, dann wecke ich Ikayu. Ja. Dann wirst du, wenn du dich Richtung Zelt begehst, wahrscheinlich leise Stimmen hören. Ein bisschen bevor du beschlossen hast, ich gehe Ikayu wecken, wirst du einen unterdrückten Aufschrei gehört haben, ein hastiges Aufsetzen aus dem Zelt, ein Japsen von Liska und dann sehr viel Gerasche und ein leises Winseln, während ja alles so ein bisschen dumpf durch die Zeltplane und durch den frischen Schnee, der da drauf gefallen ist, klingt. Ja, durch einen Albtraum, der aus den Tiefen der Niederhölle zu stammen scheint, die sie heute gesehen hat, und versucht irgendwie in der Realität anzukommen, weil es ist dunkel im Zelt und sie da ist kaum Licht, außer das Himmelslicht, aber das ist unter ihrer Kleidung und die Dunkelheit, die sie gesehen hat, die scheint auch nach ihr zu greifen und sie versucht irgendwie panisch nach in der Realität zu kommen, irgendeinen Anker zu finden, während Liska sie immer wieder anstupst und versucht irgendwie ihr zu helfen, was aber nicht wirklich funktioniert, während sie halt so neben sich tastet und irgendwann tatsächlich Goswin findet und einfach nur nach ihm greift, weil es geht einfach nicht. Das sitzt wie eine große Glocke auf ihrem Kopf. Ich habe das natürlich mitgekriegt. Ich greife die Hand, bin betont ruhig, etwas verschlafen. Kannst du nicht schlafen? Ist das der Anblick von heute, der dich verfolgt? Dich etwa nicht? Ich kann das nicht vergessen. Dieses Gefühl und was ich gesehen habe. Naja. Das ist das, was hinter dem Sternenwall wartet. Das, vor dem uns die Götter beschützen. Und die Ordnung der Welt. Das Böse hat viele Gesichter. Eins davon hast du in diesem Dämon gesehen. Umso mehr aber Grund zu beten und für Ordnung zu sorgen. Glaubst du? Merkst du jetzt, dass schwarze Magie auch ihren Vorteil hat? Es braucht Menschen, Elfen, wen auch immer, der in der Lage ist, diese Schrecken zu bannen. Hey, Kayu reibt sich einmal übers Gesicht, rutscht dann näher an Goswin ran und lässt auch Liska zu ihnen beiden auf den Schlafsack krabbeln, während sie sich an ihrem Hund festhält und sich an ihn lehnt. Aber würde es sowas ohne schwarze Magie denn überhaupt geben? Also, würde es sowas wie Dämonen denn hier geben? Ich habe das Gefühl, es ist, als ob alles, was ich gewusst habe oder geglaubt gewusst zu haben, als ob das nicht mehr zählen würde. Als ob alles, was ist, nur, ich weiß nicht, eine Illusion ist,
die über diesem Grauen liegt? Nein. Auch ohne schwarze Magie gäbe es Dämonen. Dämonen sind genauso real wie Götter. Es gibt Philosophen, die behaupten, dass es sogar Dämonen gibt, die selbst einmal Götter gewesen sind. Weißt du, niemand kann ändern, wie die Welt geordnet ist. Das, was du siehst, das ist keine Illusion. Aber es gibt auch immer noch mehr, als wir tagtäglich mit unseren eigenen Augen sehen können. So viel Schönes und Schreckliches mehr. Ich glaube dir. Das heißt, ich will dir glauben, wirklich. Das ist nur... Ich erkenne ihn kaum wieder. Den Norden. Meinen Norden. Der Norden ist hart, aber er war immer irgendwie gerecht. Der Norden, in dem man wusste, auf was man sich einließ. Der Norden, in dem ich mich zurechtfinde. Dort wusste ich immer, wo ich war. Immer, was wahrscheinlich als nächstes passieren würde. Und jetzt ist das alles so groß. Götter, Dämonen. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir zerrieben werden, irgendwo dazwischen, zwischen diesen riesigen Eisbergen, die aufeinander prallen. Ich habe Angst. Nicht wirklich um mich, aber ich habe einfach Angst. Mit noch einem Seufzen lege ich meine Arme um Mikayu und drück sie fest an mich. Kaio, aber das passt doch eigentlich in das Bild des Nordens. Alles hier versucht einen umzubringen. Die Kälte. Vor der schützt ihr euch mit Kleidern. Die Kargheit. Ihr kommt klar, weil ihr wisst, woher ihr eure Nahrung bekommt. Die Weite. Ihr habt Geduld für die Entfernung entwickelt. Ihr im Norden passt auf euch auf. Es gibt noch so viele Dinge, an die ihr euch angepasst habt. Da passt diese eine Bedrohung mehr doch auch nur ins Bild. Meine Magister sprachen von einem besonderen Zeitalter, das auf uns zukommt. Der Sternenfall zeigt das ganz deutlich. Es wird einiges passieren. Und wir können nur dagegenhalten. Uns anpassen. So wie ihr das schon immer getan habt hier oben. Wenn man das so betrachtet, hast du recht. Tatsächlich haben wir uns schon immer an alles angepasst, was Firon uns entgegengestellt hat. Und ich denke, zu seiner Freude sind wir nicht daran zerbrochen. Aber irgendwie waren das immer Dinge, die zu dieser Welt gehörten. Wie machst du das? Wie schaffst du das, bei all dem einen klaren Kopf zu behalten und nach vorne zu blicken? Wenn ich im Moment nach vorne sehe, habe ich das Gefühl, ich stehe vor einer Nebelbank. Ja. Weißt du?
Vielleicht kann ich das deshalb so gut, weil ich es gar nicht anders kenne. Seit ich klein bin, habe ich immer nur Tritte von denen kassiert, die für mich verantwortlich waren. Ich wusste nie, was die Zukunft eigentlich bringt. Was mich erwarten wird, wenn ich den nächsten Schritt gemacht habe. Ich habe dir, glaube ich, niemals erzählt, dass ich als Magier eigentlich eine ziemliche Niete bin. Nicht, weil ich ein schlechter Zauberer wäre. Das liegt mir im Blut. Schau dir meine Ohren an. Aber ich verabscheue diesen akademischen Schreibtischkram. Meine Mitschüler, die träumten immer so konkret von ihrer Zukunft. Forschung, Familie, toll klingende Titel. Ich selbst könnte kotzen, wenn ich daran denke, mein Leben in irgendwelchen Mauern zu verbringen. Ich kann selbst mit solchen Titeln nichts anfangen, weil ich ja in dieser Welt noch nie einen wirklichen Platz gehabt habe. Wenn du selbst keine Wurzeln hast, kommen dir verwurzelte Zukunftspläne irgendwie lächerlich vor. Irgendwie passt das ja, oder? Einem Halbelfen. Weder Teil der einen noch der anderen Kultur. Aufgewachsen zwischen Mauern, die ein paar Hektar Freiheit in einem von Orks besetzten Land bilden. Und dazu noch ein Verwandlungsmagier, ja. Ich glaube, ich bin zum Anpassen und Überleben genauso geschaffen wie der Norden. Was soll ich sagen? Es ist halt das, was ich kann. Selbst wenn ich immer nur bis zur nächsten Nebelbank schaue. Ich fürchte, Wurzeln wirst du bei mir auch nicht wirklich finden. Ich meine, wir in die Wesen leben in unseren Zelten und mit unseren Tieren eigentlich ständig auf einem Weg, den wir beständig gehen. Zwar führt dieser meistens irgendwie durch unsere Stammesgebiete von Sommerlager ins Winterquartier, aber Wurzeln, naja, die sind uns auch irgendwie fremd. Erlebt, die großen Häuser der Städte, die sind ihm ein Graus. Ja, also keine Wurzeln bei mir. Tut mir leid. Aber meine Reisegesellschaft. Ein Ort, an den du zurückkehren kannst. Im Nivesischen gibt es das Sprichwort, das übersetzt so viel bedeutet wie: Der Weg ist immer nur das wert, wie das, was am Ende auf einen wartet. Oder so ähnlich. Naja, mein Stamm, unser kleiner Clan, die Himmelslichtjäger, wie wir jetzt anscheinend heißen, betet zu den Göttern und ich bete zu den Himmelswölfen, dass uns das erhalten bleibt. Irgendwie. Weißt du, Ikayu? Ich brauche keine Wurzeln. Und früher hätte ich auch behauptet, ich brauche keine anderen Personen. Das hat sich hier im weiten und leeren Norden allerdings geändert. Und Ikayu spürt, wie ich ihren Kuss auf den Handrücken gebe. Ich finde, dass dieses Sprichwort irgendwie an einem Punkt nicht ganz stimmt. Es geht nicht darum, was am Ende des Wegs auf mich wartet. Es geht vielmehr um den Grund der Reise. Das Warum und für wen. Für wen trete ich den Weg an? Für wen nehme ich die Reise auf mich? Wenn das stimmt, wenn ich das von Herzen beantworten kann, dann ist ehrlich gesagt alles andere zweitrangig. Und dann kann es sogar so weit kommen, dass ich auf einen Dämonen schaue. Oder dass ich mich mit irgendeinem Muskelprotz in einem Wettbewerb anlege, bei dem ich eigentlich keine Chance habe, wenn es sein muss.
Das sind gute Fragen. Für wen? Ja. Für meine Familie hier, meinen Stamm, für den Norden, für mich und vor allem für, ja, vor allem für eine mögliche Zukunft. Für die Menschen und die Kinder des Nordens. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das einfach öfter laut aussprechen. Dann wird das irgendwie realer, vor allem, wenn diese Angst wieder nach mir greift. Wie geht es dir? Also mit dem hier, mit allem. Du machst so viel mit dir selbst aus, so ein bisschen wie Ilva. Ich meine, was sie heute mit uns gesprochen hat, das war schon was Besonderes, oder? Manchmal habe ich Angst davor, dass sich irgendwo tief in euch etwas ansammelt und dann irgendwann hervorbricht und irgendwas kaputt macht. Ich meine, gerade die vergangenen Tage, Lothirs Zustand hat uns alle mitgenommen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dich das irgendwie besonders betraf. Ich versuche das mit Betriebsamkeit zu lösen. Eben zu tun, was möglich ist, weißt du? Und normalerweise hilft das. Ich habe mich in den letzten Tagen voll auf dieses Ritual versteift. War schließlich unsere einzige Chance und ich wohl auch der einzige Magier innerhalb der nächsten 1000 Meilen im Umkreis, der nicht den Namenlosen anbetet. Wenn ich mich auf diese eine Aufgabe konzentriere, dann vergesse ich zwischendurch mal, was da eigentlich für eine Verantwortung drauf liegt. Dann vergesse ich manchmal, mit was für Mächten wir hier eigentlich hantieren, was dabei auf dem Spiel steht. Wie oft hätten wir eigentlich in den letzten Tagen sterben können? Wir wissen das, klar. Aber wenn ich darüber permanent nachdenken würde, ich glaube, dann wird mich der Wahnsinn in kürzester Zeit überwältigen. Bitte, dich nicht auszubrennen über deiner Geschäftigkeit, ja? Wenn es dir hilft, habe ich nichts dagegen. Jeder hat da so seine eigenen Strategien, aber es erscheint mir sinnvoller, als sich in dunklen Gedankenkreisen, in denen man sich zu verlieren droht, zu verlieren. So wie ich. Aber bitte zögere nicht, um Hilfe zu fragen, wenn du das Gefühl hast, das wird dir zu viel, okay? Wichtig, Goswin. Und zwar nicht, weil du der einzige Magier in 1000 Meilen Umkreis bist oder halb elf oder du weißt schon, sondern die Person, die du bist, ich. Ich könnte es nicht ertragen, dich zu verlieren. Dafür bist du mir zu wichtig. Ich lerne meine Grenzen gerade erst kennen. Da war zum Beispiel eine. Aber ich verspreche dir, sobald ich merke, dass es mir zu viel wird, dann teile ich dir das mit. Und ich verspreche dir noch was. Ich werde in Zukunft keine Magie mehr wirken, die dir Angst bereitet. Naja, mit der Ausnahme, wenn ich nur so unsere Leute retten kann und unser Leben. Mir geht es nämlich nicht anders als dir. Ich will dich auch nicht verlieren.
Danke. Das ist sowas zu versprechen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht versuche ich noch ein bisschen zu schlafen. Ich mache deine Woche. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich nicht einschlafen. Mal sehen. Dann drücke ich Kaju noch einen Kuss auf die Stirn und stehe dann auf und übernehme die Wache, die ihr abgeben will. Also während wir uns dann am Zelteingang begegnen, lächle ich einmal sehr gekünstelt und drücke mich dann einfach so wortlos an ihr vorbei und setze mich ans Feuer. Ich gucke kurz ins Zelt, also macht er jetzt deine Wache oder wie jetzt? Sieht so aus, es sei denn, ich stelle fest, ich kann nicht schlafen, dann scheuche ich ihn wieder rein. Ich drehe nochmal auf den Absatz um, lege meine Hand auf Ilvas Schulter. Leg dich hin. Gute Nacht. Zuckt die Schultern, stopft weg, geht schlafen. Ja, dann sitzt Goswin alleine im Feuer und hält Wache und macht eine Selbstbeherrschungsprobe. Vier Qualitätsstufen. No problemo. Ja. Dann hörst du irgendwann so nach einer Stunde Wache oder so. Der Schritte auf dem Schnee. Ich schnappe meinen Stab. Wie reagieren die Hunde? Die sind, also ein Teil davon schläft, ein anderer Teil ist halt hochgeschreckt. Wer da? Ich nehme so eine Verteidigungshaltung ein. Du hörst noch ein paar Schritte und dann taucht zwischen den Ruinen ein schwarzer Schatten irgendwie in der Dunkelheit auf. Und du erkennst aber ziemlich schnell, dass Eisblüte das ist, die da gerade aus der Dunkelheit ans Feuer zu ran tritt. Hat einen Stapel Holz auf dem Arm. Ich entspanne mich sofort, als ich das erkenne. Du bist ganz schön laut für eine Elfe. Ich dachte mir, wenn ich leise laufe, erschrecke ich dich vielleicht. Okay. Ja, in Ordnung. Danke. Hast recht. Wäre wahrscheinlich passiert. Danke fürs Holzsammeln. Hab's versprochen, es musste etwas weiter weglaufen als gedacht. Möchtest du dich noch zu mir setzen? Warum nicht? Mach dir immer Feuer an? Ja. Warum? Wir fühlen uns dann sicherer. Hm.
Man sieht das Feuer ziemlich weit. Ja, das ist so. Ich habe ein wenig Angst, was morgen früh ist. Wenn ich mit euch reise, ihr werdet tagsüber reisen, nicht wahr? Ja, du nicht. Bin nicht oft am Tag unterwegs. Das macht mir immer noch Angst. Ja, ihr seid nicht besonders Praios-nah aufgewachsen, ne? Wer ist das, dieser Praios? Der, dem die Sonne gehört. Ich dachte immer, die Sonne gehört niemandem. Doch, sie gehört jemandem. Praios. Und ich glaube nicht, dass du ihn Gott nennen würdest, aber er wird halt von den Menschen als Gott verehrt. Einer der neueren Götter. Ich vermute, du könntest das so sagen, ja. Ich habe Darstellungen der Sonne gefunden. Mit zwei Flügeln. Sonne mit zwei Flügeln? Ich glaube, ich erinnere mich daran, davon was gelesen zu haben. Ist das war ein Himmel. Praios? Das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Die Darstellungen sind alt. Vielleicht ist dieser Praios auch alt. Dann. Ich vermute mal, dass die Götter alle alt sind. Zumindest gab es das Zeichen schon, als meine Göttin, nein, nicht Göttin, als Madonna alt war. Bevor es uns gab. Als das alte Volk noch lebte. Ich glaube, in unseren Maßstäben gemessen sind die Götter alt. Alle. Ist das ein Erkennungszeichen? Dass sie alt sind? Nein, ich glaube, es gibt auch andere ähnlich alte Wesen, die keine Götter sind. Und sterben Götter? Gute Frage. Madonna ist gegangen. Es gibt einige meines Volkes, die denken, sie wäre für immer fort. Und die Götter, die ich suche, scheinen vergessen. Vielleicht sind sie tot. Niemand von euch kennt sie. Ihr betet diesen Praios an, der mir nichts sagt. Ich bete ihn jetzt nicht direkt an. Hab aber auch nichts gegen ihn. Hast Praios du nicht gehört von Nurti Orima? Von Nurti. Terza.
Pür? Nein. Und du bist ein Gelehrter deines Volkes, nicht wahr? So wie ich einer meines Volkes bin. Ja, allerdings noch ein sehr junger Gelehrter. Ich gehe mal davon aus, dass es Gelehrte gibt, die deutlich mehr wissen als ich. Wo kann ich die finden? Interessant, dass du das fragst. Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ich glaube, ich weiß einen Ort, an dem du ein bisschen weiterkommen könntest mit deiner Suche. Mhm. Und ich würde, wenn das hier vorbei ist, diesen Ort gerne mit dir zusammen aufsuchen. Das ist ein Ort, an dem sich Menschen und Elfen, gelehrte Menschen und gelehrte Elfen treffen, um gemeinsam Antworten auf Fragen zu finden, die sie selbst nicht lösen können. Das klingt nach einem schönen Ort. Also, ich habe bisher nur davon gehört, ich war noch nicht da, aber der Ort soll sehr, sehr schön sein. Das haben mir sowohl Menschen als auch Elfen als auch Halbelfen schon versichert. Dann gehe ich mit dir zu diesem Ort, wenn alles vorbei ist. Ich muss erst noch Ikayo davon überzeugen. Kommt sie auch mit? Ich hoffe doch. Sucht sie auch nach Antworten? Ich glaube, der Grund, warum ich mit ihr zusammengehen möchte, liegt eher daran, dass wir etwas gefunden haben. Das verstehe ich nicht. Warum geht ihr zu einem Ort, wo man Antworten sucht, wenn ihr die Antworten schon gefunden habt? Wir haben ja nicht alle Antworten schon gefunden, sondern wir haben eine Antwort. Ikai und ich sind Gefährten. Verheiratet. Ha. Gibt es bei euch so etwas ähnliches? Wie eine Ehe? Seit die Göttin weg ist, vermehrt. Interessant, aber euch hat das ja keiner beigebracht, oder? Nein. Das muss ich mir mal merken. Autopoiesis. Ich glaube, ich würde noch sehr gerne viel über eure Kultur lernen. Ich habe das Gefühl, die ist unserer sehr, sehr fremd. Sehr anders. Das ist sie. Und sie muss sich ändern. Wenn mein Volk so weitermacht. Ich halte das nicht für einen guten Weg, den sie eingeschlagen haben. Es ist auf Zerstörung angelegt, oder? Und auf das Verzehren. Nein. Das ist doch ein... Nicht wirklich. Sondern? Zerstörung ist nicht das, was gewollt ist. Eher erweitern. Herrschaft? Herrschaft ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, ja. In unserer leider auch. Dann sind wir vielleicht doch nicht so unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, dass dem tatsächlich so sein könnte. Ihr habt Lothir, der so ähnlich ist wie mein Vater für mein Volk. Jemand, der mit den Göttern spricht? Ja, Lothir spricht mehr mit einer Göttin. Mein Vater auch. Er hat den Beinamen, spricht mit Götterstimme. Und als die Göttin weg war, sprach er mit der Stimme eines anderen Gottes. Die Leute hörten ihm zu. Was fordert der Gott? Unterwürfigkeit?
Verehrung? Lothirs Göttin ist ganz anders. Sie fordert nicht, sie bittet. Um Gnade und um Freundlichkeit. Gewalt ist ihr absolut fern. Und auch wenn Lothir manchmal zur Gewalt greifen muss, um sich zu verteidigen und andere, würde seine Göttin das wahrscheinlich nicht tun, wahrscheinlich nur im äußersten Notfall. Das klingt wie Noti. Würde Nurtir genauso agieren? Sie steht für das Leben. Ich denke, dass das durchaus passt. Es könnte sein. Die Schriften, die ich studiert habe, sind verboten. Ich weiß nicht, wiefern das vollständig ist, was ich weiß über die alten Götter. Deswegen suche ich sie ja. Ich gehöre zum Volk der Elfen auf eine Art und irgendeine eigenartige Art und Weise. Nicht so wie du. Und nicht so wie andere Elfen. Ich glaube, dass man das gar nicht so genau sagen kann. Wer gehört zu welchem Volk? Was macht denn ein Volk aus? Die spitzen Ohren? Die Farbe der Augen? Reibt sich so über die Ohren. Oder irgendwelche körperlichen Merkmale, das Blut? Du siehst ja im Prinzip an der Truppe, die wir schon bilden, an der Familie, die wir bilden, dass das doch eigentlich egal ist. Ich glaube, wo du herkommst, das ist meine Lektion, die ich hier im Norden gelernt habe. Wo du herkommst, ist eigentlich egal. Ein schöner Gedanke. Sie blickt so an dir vorbei, in die Nacht rein und verzieht dann so ein bisschen die Augen. Steht dann vom Feuer auf und schaut so über dich hinweg. Ich weiß nicht. Ich meine, da war was zwischen den Mauerteilen. Ich schnapp meinen Stab. Das Feuer blendet. Ich gehe ein Stück ins Dunkel, dann kann ich es besser sehen. Lass uns in das Zelt gehen. Gut. Wir legen uns dort auf die Lauer. Sie läuft rüber zum Zelt und man merkt, dass sie halt über den Schnee drüber läuft, keinen Ton dabei macht und den Schnee nicht eindrückt. Gern wäre ich ein richtiger. Sie ist auch kein Elf. Ist ja egal. Habe ich gerade was zur Volkszugehörigkeit gesagt? Hör mir noch mal zu. Ich bin nicht dabei gewesen. Ja, dann kauert ihr euch hinter das Zelt. Kannst du hier besser sehen? Schaut so um das Zelt herum. Siehst du da vorne? Flüstert jetzt. Zeigt so. Und sehe ich? Mach mal eine Sinnesschärfenprobe, erschwert um 3. Die 15. Na komm schon.
Ja, 3 Qualitätsstufen. Ach nee, um 3 und 3 erschwert, ne? Dann 2 Qualitätsstufen. Dann siehst du zwischen den Bäumen an sich jetzt nichts großartig, aber so wenn du dem Finger folgst, wo sie so lang zeigt, siehst du halt, dass sie zwischen den Sternen, zwischen den Bäumen die Sterne halt sehen kannst. Relativ sternklar, auch nicht großartig geschneit diese Nacht. Und du merkst, dass so einzelne Sternenlichter sich so ein bisschen verzerren, so hin und wieder. Kannst das Licht sehen, aber wenn du dem Finger folgt dann und du merkst halt so, da läuft was, was die Realität verzerrt. So ein bisschen krümmt, sodass du siehst halt das Licht so ein bisschen krumm und dann wieder gerade, dann den nächsten Stern. Ich flüster leise zur Eisblüte. Ist das ein Chakra? Vermutlich. Sollten wir ihn aufhalten? Es wird ein Speer sein. Schlägt so den Mantel zurück und greift nach ihrem Dolch. Es wird schwer zu sehen sein, wenn er stehen bleibt. Wir müssen es probieren. Wie weit ist er ungefähr weg? Es ist schwer einzuschätzen, da du auch nicht wirklich siehst, was da ist. Es ist halt ja nur diese Verzerrung zwischen dem Licht der Sterne und dir selbst. Könnte jetzt 20 Meter, 30 Meter sein, keine Ahnung. Okay. Vielleicht steht er auch direkt vor dir, kann auch sein. Oder sie. Es. Dann flüstere ich, während ich mir über die Augen streiche. Die Worte Oculus und versuch mal anständig zu würfeln. Das sieht gut aus. Die 17 nicht? Das ist der erste Würfel. Oh, es ist der erste Würfel. Ha, Die geschafft. 17 Eine ist der erste. Qualität. Ah, hier sind alles klar. Und siehst, ja, dein Blick für die Realität schwindet. Alles wird grau um dich herum. Silberne Fäden erscheinen, da wo die Bäume sind, im Boden, gerade im Boden. Da siehst du einen stetigen Fluss der astralen Energien, die hier fließen. Es scheint mächtige Magie zu sein, die hier an diesem Ort wirkt. Du weißt, das Tor, wo du die Austreibung gemacht hast, da konzentriert sich das besonders. Und dann siehst du oberhalb von dir, gar nicht so weit weg, vielleicht 5, 10 Meter vielleicht, auf einem Baum sitzen, einen Schemen, der vollgepumpt ist mit astraler Energie. Das werde ich dann, ich werde dann zur Eisblüte flüstern. 10 Meter. Auf dem dritten Baum von rechts. Erster Ast vom Boden. Was machen wir jetzt? Weglaufen.
kämpfen. Bleibt uns was anderes übrig. Wir nehmen ihn gefangen. Du siehst, wie sie neben dir die Hand so ballt und die, so merkst du auf der Haut, wie es kälter wird von der Seite. Kannst du das? Siehst du so ein ja, es knistert so ein bisschen wie halt so Eiskristalle. Du merkst so, wie so ein kleiner nebliger Hauch sich um die Hand bildet vor ihr. Willst du etwas schießen? Nein, das kann ich nicht. Dann werde ich ihn jetzt vom Baum holen und hoffe einfach mal, dass du hinter mir bist, denn ich glaube, ich habe ansonsten keine Chance. Was hast du vor? Ah, was mache ich denn jetzt? Ich bewege meinen Stab in einer liegenden Acht und gehe Schritte vorwärts. Und spreche dabei immer die Formel Paralysis-Sin. Paralysis-Sin. Und irgendwann rucke ich dann mit dem Stab nach vorne und sieht gut aus. Gegen was für eine Zähigkeit gehe ich an? Wahrscheinlich Zähigkeit 0, 1. 1, okay. Dann habe ich tatsächlich Moment. Ah ja, 4 Qualitätsstufen. Und damit dürfte ich ihn komplett eingefroren haben. Ja. Das heißt, er starrt, wie er ist, dürfte er entweder auf dem Baum sitzen bleiben oder zu Boden fallen, je nachdem, ob er die Spannung gebraucht hat oder nicht. Ja. Wie lange hält der Zauber an? Der hält acht Minuten. Okay. Ja, dann sitzt der Schatten da oben. Der wird sichtbar, weil er paralysiert ist. Du siehst einen schwarz gerüsteten mit Gestalt oben im Baum sitzen mit deiner. Du weißt gar nicht, wie der da hochgekommen ist, weil das sieht aus wie eine schwere Platte. Schwarz. Die werden immer gruseliger. Ein Helm auf, einen Vollplattenhelm. Also es sieht so aus wie so ein richtiger weidender Ritter, wie du dir den immer vorgestellt hast. Nur als statt, dass er auf dem Pferd sitzt, sitzt er halt oben auf dem Ast. Ich glaube, dafür brauchen wir Ilva. Das kann ich nicht tragen. Siehst zwei große Schwerter auf den Rücken geschnallt. So. Okay, reicht. Ich schmier mir wieder über die Augen, sodass ich wieder normal sehen kann. Und schlag Alarm. Leute, aufstehen! Aufstehen! Und renn dann zum Baum und hol ihn da runter. Musst du noch ein Stück hochklettern. Reicht das nicht, wenn ich springe? Nee. Schneller aufstehen! Ja, ich stehe mit Axt in der Hand. Ich hab nicht so viel Zeit. Was? Auf. Ich war's nicht. Der macht das wieder auf und der sieht echt böse aus. Oh, schreine Magier. Schnell, ihr werdet schon nichts tot. Ja, ich renne schnell zu ihm hin. Wo ist er denn? Kurz Schnee ins Gesicht. Bogen schnappen. Ich zeig so auf den Baum. Da! Ja, ihr seht da oben halt, wie dieser Ritter in schwarzer Rüstung oben auf diesem Baum hockt.
Das ist ein. Ilva, lass mich mal auf deine Schultern, ich hole ihn runter. Diese Rüstung sieht halt ja wirklich aus wie eine Vollplatte. Vielleicht Loti hat das vielleicht auch schon gesehen im Krieg oder so. Oh. Das ist mal ein dicker Uhu. Als Blüte, kennst du den? Ich. Nein. Die Stimme kommt von irgendwo, sie gerade um, aber siehst sie gar nicht mehr. Ja, ich helfe Goswin hoch irgendwie. Also Ilva plus Goswin plus Magierstab müssten den doch jetzt eigentlich runterstupsen können, oder? Ja. Gut. Plump. Klon. Dann tue ich das, dem kann ja nichts passieren, der ist ja paralysiert. Also Paralyse ist paralysiert, so. Ja. Fällt runter. Das muss ich irgendwann mal zeichnen. Ey, ein Uhu in Eisenrüstung wird von einem Magier und einer Fjallnägerin mit dem Magierstab aus dem Baum geschüttelt. Lot hier so schaut auf seinen Bogen, schaut auf den Pfeil, legt den linken Pfeil mit Bernsteinspitze. So. Ich stehe höchst irritiert daneben und versuche die aufgescheuchten Hunde, die Goswin gerade wild gemacht hat, wieder zu sammeln. Und habe damit im Moment alle Hände voll zu tun. Das ist eine dicke Rüstung. Können wir ihm seine Waffen abnehmen? Da bin ich mir gerade unsicher. Hat halt zwei Schwerter auf dem Rücken geschnallt. Ob man die Waffen rausnehmen kann, weiß ich gerade nicht. Da weiß ich nicht, wie das in der 5. Edition geregelt ist. Ich tippe mal jetzt auf ja. Darf ich wieder eine Frage stellen? Mein Paralysis wäre nur auf die Person, nicht auf die Gegenstände. So. Dann wirst du die Waffen mein ich. Maul entfernen können. Ich würde so, auf jeden Fall mal ein Seil in Richtung der beiden werfen, so nach dem Motto, bindet ihn irgendwie fest. Dann könnten wir ihn sogar quasi aus der Rüstung schälen. Aber das dauert zu lange. Das könnte dauern, ja. Ja, und es wirkt nur auf den Körper. Dann, Dann sollten wir die Schwerter da rausnehmen und... Nicht, am besten nicht mit der bloßen Hand anfassen. Zieh einen Handschuh an. Das hatten wir ja schon mal, genau. Ja, und das möchte ich nicht bei dir erleben. Oh, warum soll ich nochmal? Ich könnte wenigstens unboxen. Ach, warum nicht? Ja. Ich lach dann morgen. Schwarze Schwerterverbot für Ilva. Ja, komm, ich kann es machen. Ich könnte leichter unboxen als die. Auch schwarze Axtverbot für Ilva. Schade. Gut. Waffen weg. Ich schau nochmal, ob er noch irgendwo offensichtlich einen Dolch oder sowas. Was in der Rüstung rumbaumelt. Dolch, ja. Alle Waffen weg, alles weg. Mhm. Was man jetzt so auf die Schnelle weglegen kann. Ja. Schieb die mal mit dem Jagdspeer, den ich habe, so außer Reichweite. Bisschen Golfen mit Langschwertern, funktioniert immer super. Mhm. Der Helm hat doch wahrscheinlich ein Visier, oder? Ja. Ja, ich heb das nur mit meinem Stab so an. Eisblüte, guckst du mal, ob du den kennst? Ja, neben Ikayo und so quasi, zu, die ja bei Goswin dabei steht, erscheint aus dem, wie aus dem Nichts Eisblüte. Ah! Ich bin zu alt für sowas. Schaut sich dem an. Keine sichtbare, irgendwie emotionale Regung im Gesicht erkennbar, aber sie dreht sich zu Goswin um und meint: Lebensfänger. Das ist auch ein sehr klangvoller Name. Eisblüte, erinnere mich daran, dir im nächsten Dorf ein Glöckchen zu besorgen. Nein. Wieso? Damit wir nicht an einem Herzinfarkt sterben oder dich fälschlicherweise angreifen, wenn du plötzlich neben uns auftauchst, wenn wir alleine unterwegs sind. Warum bewegt er sich nicht? Ich habe ihn verzaubert. Er fängt gleich wieder damit an. Lass dich nicht täuschen. Dann sollten wir laufen. Laufen? Ich dachte, wir nehmen ihn jetzt gefangen.
Wie willst du das machen? Fesseln? Seil! Hier, Goswin, Seil! Ich weiß nicht. Meinst du, das geht nicht? Das Versuchen, er ist ziemlich stark, wenn man das nicht weiß, was... Ich kenne ihn jetzt nicht so genau. Wenn ihr meint, ihr wirst ihn festhalten. Was tut er denn so? Also, von dem, was du weißt. Was tut er wohl? Ich glaube, die... Orden, Brandschatzen. Wie funktioniert dieser Zauber? Also, er ist jetzt eingefroren. Oder versteinert, oder wie auch immer dass man das nennen möchte. Und ich würde tippen, in ein paar Minuten... Hört das einfach auf. Sie kniet sich so neben den, stupst ihn so im Gesicht herum. Aber er wird das sehen können. Er nimmt wahr, was wir hier. Dann zieht sie ihn durch. Nein. Jetzt haben wir noch die Chance. Ich halte kurz ihre Hand auf. Kaiu, ich habe eine schlechte Neuigkeit. Ja. Ich fürchte, wir werden nicht drum rumkommen. Ja, aber lass mich wenigstens erst herausfinden, ob noch mehr von denen in der Nähe sind. Also ich habe keine gesehen. Ich glaube, ich hätte es gesehen. Ja, aber das, was du siehst, ist nicht das, was er weiß. Lass mich los. Jetzt ist die Chance. Solange der Zauber wirkt. Ja, solange der Zauber wirkt, wirst du ihm nichts anhaben können. Der ist hart wie Diamant. Schaut dich so an. Du kannst es ja mal probieren. Dann also doch weglaufen. Das wird nichts bringen. Dann wird er schnell noch seine Freunde holen. Wir haben eine ganze Rotte an der Backe. Wenn wir ihn fesseln, kann er sich befreien. Ja, deswegen werden wir ihn wahrscheinlich töten müssen. Dann fesselt ihn, hebt den Zauber auf und ich töte ihn. Ich kann den Zauber nicht aufheben, wir müssen warten, bis er von selbst aufhört zu wirken. Dann los. Ikai macht jetzt was Dummes. Yay, konzentriert sich nämlich auf die Chakra-Gar. Hatte auch ja diese Folge sonst noch keiner. Mit der Zeit. Irgendeiner muss, oder? Wir müssen unsere Tradition machen. Ich konzentriere mich auf den Chakra-Gar, weil Gosman hat mir ja jetzt erklärt, wie dieses Himmelslicht funktioniert. Das bedeutet, ich möchte herausfinden, was gerade in ihm vorgeht. Ich frage mich halt, was denkt er gerade? Das will ich wissen. Ja. Weil das überlebenswichtig ist für uns und unsere Gruppe im Moment. Und ich würde halt versuchen, ob wir da pingpongen können. Ja, wie machen die Kaiu das denn genau? Die hat Eisblüte auf jeden Fall erstmal losgelassen. Und während die beiden da diskutieren, hat die das Himmelslicht unter ihrem Kragen hervorgefriemelt. Hat dem Chakra-Gar eine Hand auf die Stirn gelegt und die Augen geschlossen und sich ganz genau auf diese Frage konzentriert. Auf, ne? Also der Goswin hat nur das Visier nach oben. Hat er nicht das Visier hochgehoben? Ja, genau, dann. Also die Stirn ist noch im Helm, ne? Das Visier. Und ich poke ihn auf die Nasenspitze, irgendwas rotes, schwarzes Metall. und konzentriere mich halt auf diese Frage, weil ich ja weiß, dass ich eine Frage stellen muss, eine konkrete Frage. Ich muss mich fragen, wie geht's meinem Gegenüber oder was passiert gerade oder ähnliches. Und möchte halt herausfinden, was denkt er gerade? Wie nimmt er diese Situation gerade wahr? Wie nimmt er uns wahr? Damit ich weiß, worauf wir uns einstellen müssen. Vielleicht auch, was sind seine nächsten Schritte? Weil er wird ja, dadurch, dass Goswin sagt, dass er da alles mitkriegt, wird er wahrscheinlich gerade planen. Und ich muss das wissen, damit wir nicht in Gefahr sind. Dementsprechend, ich will wissen, was er denkt. Ja. Der erste Gedanke ist Flucht.
Du nimmst das Himmelslicht so raus und es flimmert so auf. Mhm. Wie das immer passiert, wenn du versuchst, es einzusetzen. Du siehst doch, dass der. Was ist das, um den Hals hängen oder was ist das? Ja, um den Hals und dann habe ich es halt in der Hand und. Dann leuchtet das Licht halt so auf und Eisblut dreht sich so weg und zieht die Kapuze so vors Gesicht, dass es so irgendwie heller wird. Und du siehst, dass sich bei ihm irgendwie im Gesicht halt die Haut anfängt zu pellen, als du das Licht irgendwie an, also aufleuchtet. Also ich sehe es nicht, ich habe die Augen geschlossen, die anderen sehen das, aber what the fuck? Und dann fühlt Ikayu auch Schmerz. Klar, weil du da in seinem Kopf bist. Das Licht tut ihm weh. Ach du sein Gesicht löst sich auf. Ikayu, lass das bitte. Aufhören, stopp, aus. Ja, Flamme aus. Das bricht dann auch meine Konzentration, bedeutet, das Licht wird wieder schwächer. Wenn ich halt die Augen öffne und dann so, was? Oh. Das ist wie eine Verbrennung. Ja, so ähnlich sieht es aus, genau. Ich leg ihm da Schnee drauf. Reicht das? Ja, und das durch den Paradox, ja, das möchte ich nochmal kurz klarstellen. Dadurch, da kommt normalerweise nichts durch. Nichts! Nada, sagt der Almadana. Der fängt an, sich ein bisschen zu zucken. Er bewegt sich. Er bewegt sich, er bewegt sich, er bewegt sich, er bewegt sich! Ilva, komm mal her. Und ich reise den einen Arm runter. Jawohl. Und sie hoffentlich den anderen so an der Schulter, dass er sich nicht bewegen kann. Das tue ich. Ich glaube, ich möchte jetzt auch was Dummes tun. Ich will, dass die Chakagra wissen, ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich will, dass die Chakagra wissen, dass wir Gnade zeigen können. Das ist wirklich sehr dumm, weil dann haben wir nicht mehr den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Was entscheidend sein könnte, wenn wir vorhaben, sie in ihrer Stadt unter dem Meer anzugreifen. Aha. Gnade ist Schwäche. Ist das so? Ja, das habe ich auch gedacht, als ich diese Waffen hatte. Eisblume, hast du eigentlich schon überlegt, dich von diesem Dolch zu trennen? Eisblume, würde Nurti so denken? Nein. Sehe ich eigentlich irgendein Zeichen, dass der Typ versteht, was wir hier sagen? Mach mal einen Test auf Menschenkenntnis. heißt. Er scheint das, also weißt du, er ist ja versteinert, also Miene verzieht er nicht, sagen wir mal so. Aber irgendwas blitzt so in seinen schwarzen Augen auf. Vielleicht zeugt das davon, dass er versteht, was ihr sagt. Er hat an Flucht gedacht. Das war das, was ich noch mitbekommen habe. Ein Speer. Ja, natürlich. Das ein Speer. Ein Mörder. Das auch. Du meinst, er wäre näher gekommen und mit uns im Schlaf umgebracht? Ja, mich zuerst wahrscheinlich. Er ist ein Bekannter meines Vaters. So ein Zufall.
Und er fängt wieder an zu zucken. Man wehrt sich anscheinend gegen den Paralys. Gut, dann mache ich jetzt was ich keinem nicht gefällt. Ich halte Knut eine Schlinge und legt sie dem Chakragarm in den Hals und wirft das andere Ende über einen Ast. Locker. Aber sie zieht sie fest. Mhm. Also der hat wenn wir keine andere Wahl haben. Der hat eine Vollplatte an, ne? Das heißt, der hat hier auf den Hals auch verstärkt. Das heißt, die Schlinge geht um die Platte, ne? Nee, zwischen Hals und Helm, ich bin ja im Lab unterwegs, gibt es eigentlich eine Lücke, wo man das Seil durchtrimmen kann. Ja. Schon um das den Hals. Das braucht eine Zeit. Und in der Zeit kriegt Ilva mit und Lothir hält auch fest, ne? Kriegen Ilva und Lothir und Goswin, die sie ihn festhalten, mit, dass der Paralys gebrochen ist. Und der wehrt sich. Das ist jetzt nämlich die Notlösung. Eisblüte, frag ihn am besten, was er hier will. Oder haben wir dafür keine Zeit mehr? Ja, sonst sind wir jetzt gezwungen, eine echt schreckliche Entscheidung zu treffen. Spricht mit einer singenden Stimme irgendetwas Merkwürdiges, was du nicht verstehen kannst. Der antwortet. Ich sag dir, er ist ein Mörder. Er ist hier, um dich zu töten? Oder zurückzubringen. Also wissen sie schon, dass du mit uns reist? Noch nicht. Sobald er weg ist, auf jeden Fall. Aber sie wissen, dass ich weg bin. Können sie dich immer finden? Mein Vater kennt viele wie ihn. Sie sind darauf spezialisiert, Leute zu finden. Wir können ihn nicht laufen lassen. Kopfzauber ist gebrochen, nicht wahr? Ja. Dann singt sie wieder in dieser komischen Sprache. Zieht den Dolch und rammt den Dolch mitten ins Gesicht von dem Kerl. Der wird schlaff unter Ilva, Lothir und Goswin. Bitte zu bohren. Gütige Gefährten. Zieht den Dolch weg. Steckt ihn wieder ein. Heiliger Herr des Todes, bewahre ihn, während er auf dem Weg zu seinem Herrn ist. Sein Herr ist der Mord ohne Namen. Herr. Jede Seele kann gerettet werden, wenn man nur inbrünstig genug daran glaubt. Dann wird er zu seinem Gott gehen. Er hat versagt. Ist dieser Gott so hart? Das ist der Namenlose. Ich verstehe dieses Hart nicht. Es ist der Lauf der Dinge. Er ist ein Mörder, wenn er versagt, ist er tot. Und wo geht seine Seele? Ob ich ihn töte oder er nach Hause kommt und berichten muss, dass er versagt hat, das hätte keinen Unterschied gemacht. Ich glaube, wir reden hier gerade über zwei verschiedene Ebenen. Ja, er ist tot. Wohin geht seine Seele? Das weiß ich nicht. Also, Lothir scheint Probleme zu haben, die Worte zu finden. Glaubt ihr überhaupt daran, dass ihr eine Seele habt, die irgendwo hingehen kann? Ich weiß nicht, ob ich den Ausdruck Seele verstehe so richtig. Was ist das? Das, was von uns verbleibt, wenn wir sterben. Nicht der Körper. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber nach dem Tod verbleibt nichts, das Fleisch verrottet. Wir glauben, dass alles, was eine Seele hat,
geht nach dem Tod, geht die Seele in eines der Paradiese unserer Götter ein. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich diese Wörter jetzt falsch benutze oder ob du sie gar nicht kennst. Nundra und Mandra. Kennst du sie? Ja. Was passiert damit, wenn jemand stirbt? Ich weiß es nicht. Nun ja, was auch immer passiert. Wisst ihr das so genau, was passiert, wenn man stirbt? Genau wissen wir es auch nicht, aber wir haben eine Ahnung davon. Die Götter, unsere Götter, haben uns Zeichen geschickt. Lutis schmunzelt ein bisschen. Das, was einen ausmacht, das, was man ist, die Persönlichkeit, der Wille, die Emotion. Ein Nachhall unseres Lebens, wenn du so willst. Ein Echo. Das bezeichnen wir als Seele. Und dieser Teil, unser Bewusstsein, geht zu unseren Göttern. Ich denke, lebt dort weiter. Mein Volk würde sagen, wenn du stirbst, hast du es nicht verdient, dass etwas von dir bleibt. Aber jeder stirbt. Nein, nur wenn man versagt. Das ist eine Helfen Diskussion, die wir mal anders fortsetzen sollten. Die wir mal anders fortführen sollten. Wir müssen aufbrechen. Wir müssen Leiche verscharren, das schwarze Metall irgendwo unschädlich machen und wir sollten von hier verschwinden. Also, ihr legt euch jetzt einfach nochmal schlafen, löscht das Feuer. Ich mache den Rest der Wache bis zum Morgen. Komm, wir können nicht im Dunkeln reisen. Das geht nicht. Ich werfe mal einen Blick zum Horizont. Wir sehen nicht vernünftig. Wenn wir mit den Hunden reisen, das geht schief. Ich kann sehen. Und schlafen kann ich auch nicht mehr. Die Sonne wird in ein paar Stunden aufgehen. Bis dahin können wir die Leiche verscharrt haben, das Lager abgebrochen haben. Und was fertig gemacht haben. Eigentlich auch wach. Flaches Grab für unseren Verfolger. Schneegrab. Schneegrab. Ein vierarmiger Grab für unseren Verfolger. Wenn ihr des Tags reist, kann ich auf dem Schlitten sitzen und mich einhüllen in etwas, was die Sonne abhält? Natürlich. Selbstverständlich. Es geht. Ich kann in der Sonne wandeln. Mehr als er. Aber Kälte macht dir nichts aus, oder? Nein. Hitze ist schlimmer. Das kenne ich. Ich auch. Ja. Gut. Luthi, wirf mal einen Blick auf diesen Plattenpanzer. Mhm. Ist halt eine Plattenrüstung. Kannst du irgendwo einen gesegneten, ich weiß nicht, vielleicht eine Felsspalte, das Ganze zusegnen, dass da keiner drankommt? Naja. Die Waffen kann ich nicht Ich kann den Hauch des 13. nicht von ihnen nehmen. Dazu bin ich nicht stark genug. Wir müssten sie entweder zerstören, was sich als dezent schwierig erweisen dürfte, weil es ein Durium ist. Also können wir sie nur irgendwo verstecken, wo sie vermutlich keiner findet. Schaffst du das? Wenn ich hier zufälligerweise eine Gletscherspalte oder sowas finde oder ein Loch im Eis, ja. Ilva? Gibt es was in der Nähe? Mir würde auch ein See reichen, wo wir ein Loch in die Eisdecke schlagen und das Ding versenken. Der nächste See ist der große See.
Ja, aber... Es gibt diesen Tümpel oberhalb, wo der Wasserfall runtergekommen ist. Ja. Naja, ist besser als gar nichts. Dann kümmert ihr euch am besten um die Leiche und ich und Gosvin brechen das Lager ab. Und mal ein Frühstück. Mhm. Okay. Lothier zieht sich jetzt auch mal Handschuhe drüber. Denkt ja sonst die Welt. Ja, besser wäre das, hä? Mhm. Ja. Glaub, und wenn alles erledigt ist und die Sonne dann langsam aufgeht, ist er wahrscheinlich abreisebereit. Wenn wir den dann beerdigen, würde Lothier ein Lied anstimmen. Ja, nicht direkt ein Trauerlied, aber ein Begleitlied, was er mal von den Firnelfen gehört hat. Mhm. Das war am nahesten dran ist und dass er irgendwie noch als Geleit mitgeben kann, weil er irgendwo ist es ja Elf. Mhm. In gewisser Weise, also mehr als ein Mensch. Also wird halt ein fünfisches Wegbegleitlied quasi singen, um irgendwas zu tun. Zum Glück hört es der Elf nicht mehr, so schief wie es ist. Kriegen die so viel Endurium, ja. Aus den Minen. Also, für diese Menge Endurium, die er als Rüstung trägt, ich glaube, so viel dürfte es im gesamten Mittelreich gar nicht geben. Es ist das stärkste Metall, was wir gefunden haben. Sie spricht so, fängt halt an, so ja. Unsere, und dann schüttelt sie mit dem Kopf. Bardona hat es gezeigt, wo es zu finden ist. Das heißt, also jeder, theoretisch hat jeder Chakragar die Möglichkeit, Endurium-Rüstungen und Waffen zu tragen. Jeder Einzelne. Oder nur bestimmte Auserwählte. Die Krieger. Und einen wie großen Teil machen die bei deinem Volk aus? In Zeiten wie diesen steigt die Zahl der Krieger. Klar. Irgendwie habe ich geahnt, dass du das sagen würdest. Wenn sie es wirklich schaffen sollten, den Norden zu erobern und weiteres, sind die Menschen nicht darauf vorbereitet, gegen eine Armee zu kämpfen, die über unzerstörbare Rüstung verfügt. Dann seid ihr verloren. So würde ich das noch nicht sagen, aber wir müssen uns schnell was einfallen lassen. Aber dafür, naja, das ist einer der stärksten Krieger, die ich kenne. Lebensfänger war ein Elitekämpfer. Und Gosvin hat ihn ohne viel Anstrengung erlegt. Naja, gegen Magie ist niemand gefeit. Hm? Vielleicht, naja, vielleicht ist vielleicht
große Anstrengung aus, aber das zerrt schon ordentlich an meinen Kräften. Ehrlich gesagt, im Kampf hätte ich ihn nicht erleben wollen. Denn so... Die Rüstungen sind nicht nur stark, wir haben gesehen, dass sie sich darin auch bewegen können, als wären es nicht mehr als Leder. Dafür haben wir andere Vorzüge. Aber ja, wir müssen sie aufhalten, bevor sie zum Erstschlag ausholen. Wir müssen die Ersten sein und wir müssen sie so zurückdrängen oder vernichten schlagen, dass sie unter dem Meer bleiben. Im Moment ist es ja nur Eisblütes Vater, der versucht, eine Invasion der Oberwelt vorzubereiten. Und wenn wir ihn daran hindern, dann sind die Chancen gut, dass wir... Wir müssen sie zurückschlagen, wenn sie zurückkehren und sagen, dass das Volk, was hier oben lebt, schwach ist, dann werden sie kommen und sich alles nehmen. Genau das. Die Frage ist, wenn wir sie zurückschlagen, kommen sie da nicht mit einer noch größeren Streitmacht? Moment, da ist jetzt quasi ein Kundschafterstamm nach oben gegangen, ja? Um zu gucken, wie es da aussieht. Mhm. Die anderen fanden es eher nicht so doll. Naja, also... Wenn der nicht zurückkommt, weil alle aufgehalten wurden, schicken die nicht noch mehr nach? Das Gebot der Göttin heißt, wir bleiben da, wo wir herkommen. Genau. Der Gott ohne Namen erklärt, sagt, dass ihr Vater glaubt sich nicht das, was die Göttin sagte. Also haben wir es vielleicht mit einem nochmal mit Abtrünnigen zu tun, aber nicht mit dem Großteil. Ja, das hatte sie beim letzten Mal erklärt. Ihr Vater hat darauf bestanden, an die Oberfläche zu gehen, aber erst nur ein kleiner Bruchteil. Weißsegler, hat sie gesagt. Noch. Deswegen ist jetzt unsere Zeit. Ja. Wenn wir die vertun, dann war's das. Genau, und wenn der kleine Bruchteil, der jetzt da ist, wenn wir den nicht, wenn der überzeugt davon ist, dass hier leichtes Spiel ist und dass man hier gut was gewinnen kann, dann haben die natürlich auch deutlich leichter, weitere Anhänger zu gewinnen für sich. Naja, so böse das klingt, aber vielleicht machen ihre bisherigen Erfolge sie auch leichtsinniger. Wenn sie uns unterschätzen. Vielleicht kann man sowas gegen sich verwenden. Ich bin kein Taktiker, aber ich würde es vorziehen, den Kundschaftertrupp zu besiegen und nicht zurückkehren zu lassen. Ja. Ja. Das ist der Plan. Deswegen geht's jetzt auf zu den Fjerningern. Einige von uns haben Angst davor, was an der Oberfläche ist. Wenn jetzt hier welche von uns rausgehen und nicht wiederkehren, schürt das diese Angst. Nach dem, was ich gesehen habe, halte ich das für gar nicht mal so schlecht. Ja. Und dann haben wir zumindest Zeit genug, um vielleicht Vorbereitungen zu treffen und unsere Erkenntnisse jemandem mitzuteilen für den Fall, dass es nochmal passiert. Auch wenn die Frage ist, ob man uns alles glauben wird, aber das sehen wir dann. Aber du bist doch ein Sprecher eurer Götter. Ja, das ist richtig. Hier im Norden mache ich mir noch wenig Sorgen. Naja, je weiter südlich man kommt, desto weniger wird Ifrin verehrt. Aber dich der Lüge zu bezichtigen in so einer Sache. Das heißt, gut, dein Gott ist schwach. Und vor allem. Sie ist vor allen Dingen eine Göttin für den Schnee. Lothir, wir haben Verbündete in allen Glaubensrichtungen. Das stimmt. Die Kraios-Geweihte, der Rondra-Geweihte, andere in die Wesen. Das sind zu viele Augen, die gesehen haben, was hier passiert ist. Sie können unsere Stimmen nicht im Keim ersticken. Entschuldige, vielleicht spricht auch einfach nur ein bisschen noch die Frustration von dieser Glorana-Geschichte aus mir. Das mag sein. Und selbst wenn der Süden es vergisst, wir werden dafür sorgen, dass es der Norden nicht mehr vergisst.
Und ich habe tatsächlich von Gegenden gehört, wo es nie schneien soll, also... Ja, Brabak, ne? Brabak war doch der südlichste Punkt von Aventurien. Im richtigen Süden schneit es nicht. Das glaube ich erst, wenn ich dass es sehe. Dass ihr nicht versteht, dass es auch Norden gibt, der nicht ganz Norden ist und dazwischen auch noch. Es ist nicht alles nur Süden. Meine Güte. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Eine Welt ohne Schnee. Was haben die denn dann da, was vom Himmel kommt? Regen. Hm. Eisregen. Nein, Wasser. Ehrlich gesagt, ich glaube, es wird mir schon in Festung zu warm sein, falls ich da jemals hinkomme. Und da ist es saukalt. Wir sollten aufbrechen. Ja. Ja. Wir müssen ein bisschen umverteilen. Gut. Wir haben zwei Schlitten. Roswin kriegt meinen Mantel wieder, damit er nicht friert, während er fährt. Wir werden nicht so schnell sein können. Einer muss laufen, abwechselnd. Gut, dann laufe ich als die erste Strecke. Ich fühle mich so weit erholt, denke ich. Gut, dann ja, Eisblüte wird sich auf den Schlitten setzen. Wenn die Sonne aufgeht, wird sie wirklich sich so unter eine Decke setzen. Kapuze tief ins Gesicht ziehen. Man merkt ihr an, dass sie halt irgendwie auch schlecht sehen kann, wenn das Sonnenlicht da ist oder zumindest irgendwie immer am Blinzeln ist. Das Wetter ist gut, kommt gut voran, es schneit nicht mehr. Und ja, seid unterwegs in die Richtung, die Ilva euch weist, nicht wahr? Genau, ich zeig euch, wo es lang geht. Und zwar weiter ins Gebirge. Richtig. Ja, es dauert gar nicht so lange, bis ihr tatsächlich sichtbare Spuren findet von ja, vielen Leuten, die hier sich den Weg gebahnt haben. Also Schnee, der zur Seite getrampelt oder eingetrampelt ist. Ihr fahrt an Überresten von, ja, Rastplätzen oder sowas vorbei, wo man Iglus gebaut hatte oder Zelte aufgeschlagen hat. Graben und Hügel ausgegraben hat, um das Lager zu verstärken. Und am Ende des Tages, nach einigen Rast und aber sonst stetigem und schnellem Vorankommen, hoch ins Gebirge könnt ihr auf der Hügelkette einen, ja, Rauch erkennen. Von Feuern. Der Weg führt zwischen zwei Steinhängen weiter nach oben ins Gebirge. Und da oben scheint es ein Plateau zu geben, wo Wie lange waren wir da jetzt unterwegs? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Ja, die Sonne beginnt gerade zu sinken hinter dem Horizont. Die letzten Strahlen kommen noch so rüber und zeigen dann halt, dass sich dieser Rauch halt gegen den etwas rötlich getünchten, von der Sonnenuntergang rot getünchten Himmel, hebt sich dieser schwarze Rauch halt ab. Meine Lieben, heute Abend noch oder morgen früh? Wenn wir hier auf der Ebene übernachten, sind wir ein leichtes Ziel. Sowohl für die Fjallnäger als auch für die Tiere. Ihr seid nicht auf der Ebene, ihr seid halt unterhalb, ne? Ebene. Mhm. Also, ich weiß nicht, was du meinst unten auch, wo ihr seid, ne? Ich würde mich vor allen Dingen nicht im Dunkeln an ein Lager von Fjallnägern ranschleichen. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen fahren, sollten sie uns entdecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keine Speer haben. Mhm. Nicht nachdem sie von Dunkelelfen angegriffen wurden. Elva? Die werden mit Sicherheit Speer haben. Aber du fragst jetzt ja wohl nicht ernsthaft mich, ob ich Bock habe, da jetzt
reinzugehen oder bis morgen zu warten. Das ist... es ist beides doof. Ich weiß, dass die Nacht schwierig wird und ich kaum schlafen werde, weil ich nicht weiß, was der morgige Tag erwartet, aber ich kann nicht sagen, dass ich es kaum erwarten kann, da reinzugehen. Hm. Naja. Soll ich mir, wenn die Sonne untergegangen ist, einen Überblick verschaffen? Nein. Besser nicht. Wenn sie dich entdecken, wirst du wahrscheinlich getötet. Und wir brauchen dich noch. Hm. Abgesehen davon... Ich bin ziemlich gut darin, nicht entdeckt zu werden. Wie alle meines Volkes. Ich weiß auch viel zu wenig über fjallingische Schamanen, um irgendwas sagen zu können. Also, Kinu und Janjo kann angeblich Magie spüren, aber... Dann fliege ich als, mein Bauchgefühl sagt fliege ich als Schwan über das Gelände. Ja, das sollte hoffentlich ungefährlich sein. Es sei denn, jemand hat Hunger auf Braten. Genau. Ich kann hochfliegen. Schwäne schießen. Da bei den Fjarningern Schwäche ein schlechtes Zeichen ist und für den Fall, dass man uns schon bemerkt hat, weil wir stehen hier ziemlich ungeschützt, wäre ein längeres Zögern taktisch unklug für unseren Standpunkt. Also müssen wir sofort hinfahren. Wir sollten unerschrocken auf unser Ziel zugehen. Ja, dann tun wir das doch. Ohne zu wissen, was uns dort oben erwartet? Eine harte Verhandlung. Möglicherweise ein Kampf. Ihr kämpft also auf Gelände, das ihr vorher nicht auskundschaftet? Ja, ich weiß ungefähr, wie es da oben aussieht, aber ich habe 28 Fantasien über, wie es da oben ganz furchtbar wird. Kann ich dir alle erzählen, habe ich geträumt. Ja, wir wollen ja nicht kämpfen. Genau. Im besten Falle nicht. Nee, wir wollen nicht kämpfen. Punkt. Also, ja gut, wir wollen nicht kämpfen, aber möglicherweise... kriegt irgendwer ein blaues Auge. Ich seufze nochmal tief und stapfe los Richtung Lager. Es hilft ja alles nichts, müssen wir jetzt durch. Ich schließe mich dir an, dicht auf den Fersen. Na dann. Wenn wir schon dahin gehen, dann als Einheit. Roswin, denk dran. Brust raus, stolzer Gang. Mhm. Mhm. Ja, Ilva stapft. Die sind doch größere Muskelprotze als Nitok, oder? Vor allen Dingen sind im Schnitt 2 Köpfe größer als Nitok. Dass ich noch verheiratet bin. Die sind doppelt so groß wie ich. Was soll das denn heißen? Ja, was? Soll ich das etwa schlimm finden? Ilva stapft voran und ihr kommt auf diesen Pfad. Seht dann, dass dort Totems aufgestellt worden sind. Und viele Eisfüchse erkennbar sind. Also als Darstellung. Okay, Moment. Also das heißt jetzt nicht Totems im Sinne von Grenzbefestigungen, wie wir die schon gesehen haben, oder? Nee, also keine aufgespießten Elfenköpfe. Okay. Nein. Es klang jetzt wie Stammesmarkierung, ne? Genau. Hier sind die Eisfuchsleute. Genau, sowas. Und dann könnt ihr auch schon die erst so ein paar Männer und Frauen sehen, die am Wegesrand irgendwie euch ansehen, dann weglaufen. Übersetzt heißt das Betreten auf eigene Gefahr. Und gar nicht viel später kommen euch 5 hochgewachsene, in Felle gekleidete, mit schweren Bronzewaffen bewaffnete Krieger entgegen. 2 Männer, 3 Frauen.
alle ungefähr so groß wie Ilva, wenn ja, die Männer sind vielleicht sogar noch ein, zwei Köpfe größer. Ich gehe unerschrocken auf die zu, ziehe meine Kapuze runter und sehe ihn fest in die Augen. Wie war das nochmal mit der friedvollen Aura? Friedvolle Aura am Arsch! Hier geht's um Staring Content. Bleiben irgendwie auf 2 Meter Entfernung irgendwie vor euch stehen. Warten dann, also setzen noch 2 Schritte nach vorne, wartet erstmal, ob ihr zurückweicht oder nicht. Kein Wort wird gesprochen. Nein. Schließe auf. Mhm. Stell mich so, ja, neben Ilva. Ich hab Schiss, aber ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen, auch wenn die alle doppelt so groß sind wie ich. Wird allerdings Eisblüte sagen, sie soll sich so ein bisschen im Hintergrund halten und ihre Augen nicht unbedingt zeigen. Also sie hat die Kapuze so tief ins Gesicht gezogen. Beste Frau. Das geschickt, sonst hätte die auch schon keinen Kopf mehr, wo sie eine Kapuze drauf tun kann, ja. Ja, und die bleiben dann irgendwie auf 2 Armlängen Entfernung bleiben sie stehen. Und es beginnt wirklich ein Staring Contest. Also es wird nicht gesprochen. Es beginnt ein Staring Contest zwischen der Frau, die den Trupp anführt, und Ilva. Oh, ich streiche mal mein Ifrit-Amulett. Also ich hole das mal so ein bisschen offensichtlicher hervor und streiche das so ein bisschen. Ich versuche natürlich so gut es geht den Schulterschluss mit Ilva, auch wenn... Das ist besser als ich. Ich habe so ihre Hüfte so auf der Schulter. Ich bin ja gar nicht so klein. Ich bin halt nur schlaksig. Ne? Also von daher... Ja, vom Körperbau komme ich fast hin. Fast. Nicht Zwerg. Gut, sie sind immer noch... Das ist auch total geil. Aber mein neuer Stamm ist definitiv cool. Die sind noch im lockeren Kopf größer als Lothier. Ja. Also wir sind wahrscheinlich eher so die Lauchleute für die. Ja, das stimmt. Sari von den Eisfuchsleuten. Kommt dann das erste Wort über das auf Fjarningerisch über die Lippen. Ha! Ich hab gewonnen! Ilva von den Himmelslichtjägern. Ja, du merkst, dass die dich irgendwie ja. Wir haben dich vorher schon erkannt, jetzt wo du aber von den Himmelslichtjägern sprichst, versteinern sich so ein bisschen die Mienen und die Krieger fassen ihre schweren Bronzewaffen etwas fester. Wir sind nicht gekommen, um zu kämpfen. Was wollt ihr hier? Verhandeln. Um was? Wir sind auf der Suche nach was. Nach was? Einem Himmelslicht. So etwas gibt's hier nicht. Geh, Ilva, von den Himmelslichtjägern. Das kannst du gut. Und ich konnte auch schon immer gut meinen Kopf durchsetzen. Und ich sagte, ich bin gekommen, um nach dem Himmelslicht zu suchen. Okay, jetzt denke ich mal. Es gibt hier kein Himmelslicht für euch. Hier sind die Eiswuchsleute. Respektiert unser Gebiet, oder sterbt.
Oh, dann war das Himmelslicht vielleicht raus. Ja. Ich verstehe kein Wort. Was soll ich tun? Wir brauchen das Himmelslicht. Ich tippe Ikayu neben mir an und öffne die Hand, um dass sie mir das Amulett geben soll. Da leuchtet der Stein. Er leuchtet gerade nicht, also von daher. Ich glaube, hier ist kein Silber. Wir brauchen diese besonderen Steine. Wir sind einer großen Gefahr ausgesetzt. Ich habe eure Spuren gesehen. Ihr habt auch schon gegen diese besonderen Krieger gekämpft. Die Dunkelelfen. Die Elfen waren nicht besonders dunkel, aber dumm. Noch viel, viel mehr werden von ihnen kommen. Und Kreaturen. Als Erinnerung auf Erinnerungsauffrischung. Die Elfenköpfe, die aufgespießt waren, waren keine Dunkelelfen. Das waren keine Dunkelscheiße, nee. Ja. Also zumindest war es nicht erkennbar, weil die Augen waren ja ausgepickt. Ja, aber richtig. Ja, dann habe ich das verkehrt. Aber es waren firnelfische Waffen, die Lothar gefunden hat und Pfeil. Okay, das ist eine Erinnerung. Ja, das dann muss ich jetzt trotzdem wieder. Es werden Elfenkrieger kommen, gegen die unsere Waffen nur wenig ausrichten können. Sie werden Kreaturen mit sich führen, die ihr noch nie gesehen habt. Die schwer zu besiegen sind und die in Zahlen kommen, dass wir kaum eine Chance haben. Die Eiswuchsleute haben keine Angst. Dann werden die Eisfuchsleute alle sterben und immerhin dabei eine gute Figur machen. Was habt ihr anzubieten? Wir können der Gemeinschaft Schutz bieten. Wir haben diese Gegner gesehen. Wir haben sie besiegt und bekämpft. Und wir werden das weiterhin machen. Schutz. So, wenn man merkt, dass die Frau so Goswin und Ikayu abfällig so von oben bis unten mustert, dann dieses, die Elfe hinter euch steht, irgendwie so anguckt. Lothir sieht ein bisschen beeindruckend aus, der ist relativ groß und breit. Aber ihr solltet nicht den Fehler machen, meinen neuen Stamm zu unterschätzen. Sie haben sich alle schon mehrfach bewährt. Dann müssen sie ihren Wert beweisen, bevor sie kommen können. Und mit diesen Worten beenden wir für heute den Stream. Oh, ich hasse dich! Ich kann ja längeres sprechen. Ja. Naja, das war schon ein philosophisches Gespräch für Fjaniger Verhältnisse. Ja. So viele Worte wurden lange nicht gewechselt. Ja. Ja. Ja, schön. Endlich wieder gespielt nach langer Zeit. Hoffen, dass die nächste Folge nicht wieder so lange auf sich warten lässt. Ja. Dankeschön fürs Mitspielen. Und euch. Danke. Euch da draußen, danke fürs Zugucken. Schauen wir mal ganz kurz, wer alles da ist. Feramin habe ich gesehen. Und Apricro Dropfruit und Commander Root und Comicola. Downey. Der ist irgendwie später eingestiegen. Er kennt irgendwie anscheinend die alten Folgen noch nicht. Musst du dringend nachholen einiges. Da gibt es noch coole Sachen. Electrical Longboard. Kagrim, Sohn des Norin. Gut, den hierbei zu haben. Mevanon ist da, Schattenjäger ist da, Shamasa ist da, Steelhammer ist da. Den hätten wir heute gebraucht, ja. Und Jairobi natürlich auch. Und ja, Steelhammer 79 muss ich jetzt umbenennen in den Duriumhammer. Bin ich zumindest für. Ja, definitiv. Ja.
Ja, ja, danke schön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter, unter dem Video, wie ihr es fandet, irgendwie, was ihr denkt, wie sich Goswin, Ikayu und Lot hier beweisen können, damit sie im Verhandeln reden, in das Lager dürfen. Wie wärt ihr mit dem Speer umgegangen? Ja, genau. Wie wärt ihr mit dem Speer umgegangen? Genau. Hättet ihr den auch umgebracht oder was hättet ihr was anderes? Ja, jetzt so ein Joker. Aber ja. Wenn Eisblüte nicht gewesen wäre. Also, schreibt einfach mal drunter, was ihr gemacht hättet. Oder vielleicht habt ihr das Abenteuer auch schon gespielt und was habt ihr mit dem Speer gemacht oder mit Eisblüte? Ja. Und ja, spoilert nicht zu viel, wenn ihr schon wisst, was kommt. Ja, aber zumindest das, was meine Spieler schon kennen, das könnt ihr gut ja schon antriggern. Ja. Gut, aber das nächste Mal geht's wahrscheinlich weiter in 2 Wochen, wenn alles klappt. Und dann sehen wir uns da wieder. Und solange würde ich sagen, habt einen schönen Abend. Und falls ihr noch mehr Rollenspiele sehen wollt, oben der Nerdpol ist immer eine gute Adresse. Schaut da mal vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.